Herzlich willkommen zu Cäsar 1a. Einige von euch werden bestimmt das Hintergrundbild schon kennen. War damals auf der Plattform Windows doch ein nettes Aufbaustrategiespiel. Hat mir damals schon sehr gut gefallen. Ist praktisch, kurz die Geschichte anzureißen. Man fängt praktisch an, in der Provinz ein kleines Dörfchen zu bauen, kriegt da natürlich Missionen, man muss die Bevölkerung hegen und pflegen, hat natürlich hier und da auch mal Gegner, das heißt Militär oder ähnliches braucht man auch. Von daher ist es doch etwas abwechslungsreich. Natürlich dann nicht in der Ich-Perspektive, ich sage mal aus der Erzählerperspektive. Das heißt, man hat eine wunderbare Draufsicht. Wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, ist eigentlich ein Windows-Spiel. Ich habe es jetzt bei Steam eher per Zufall als Early Access, also als Alpha-Variante gefunden. Das heißt einmal für den Mac, genau, und zum anderen läuft das noch nicht ganz so flüssig. Ich habe es mal kurz angespielt. Es fängt schon damit an, dass ich hier oben den Rahmen von links nach rechts verschieben kann, später auch muss, um überhaupt alles vom Spielfeld sehen zu können. Da gehe ich allerdings mal von aus, dass das spätestens zur Beta-Version behoben ist. Letzte Zeit gab es immer mal kleinere Updates, von daher mal sehen, was sich seit dem letzten getan hat. Ich fange tatsächlich jetzt mit einem neuen Spiel an. Ich fange meine neue Karriere auch mit an. Der neue Gouverneur erfasst. Ganz klassisch. Johnny GmbH. So, einmal auf Weiter. So, please note, black objects are not done yet and will be added as soon as finished. Jo. So wie ihr es im ersten Feld auch schon sehen könnt, ihr fehlt ein bisschen Text. Immerhin Erklärungsbilder oder ähnliches sind mit da. Genau, also Häuser müssen prinzipiell an der Straße sein. Macht hier Sinn. Kreuzungen und Kurven kann man auch mitmachen. Nur soweit ich es aus der Windows-Version in Erinnerung hatte, sollte man natürlich so wenig Kreuzungen wie möglich machen. So, unser Ziel: ein paar Häuser bauen und insgesamt eine Bevölkerung von 150 Leuten halten. Gehen wir doch mal zur Stadt. Ist da, wir haben einen Fluss, wir haben hier Straße, wir haben ein bisschen Fans. Wir haben hier rechts die klassischen Sachen, klar, unsere Karte. Wir haben mal unseren Senat, wird jetzt etwas später interessant, zumindest nicht, wenn wir 150 Leute brauchen. Hier haben wir die Weltkarte. Können wir jetzt später brauchen mit anderen. So, gerade habe ich kurz die Meldung, die Gesundheit der Bevölkerung ist schlecht. So viel dazu. Ah, jetzt. Wir wollen Häuser bauen. Also ich nehme hier erstmal ein bisschen hier was. Okay, so gibt es schon effektiv gelöst.
drin geschehen ist. Ingenieuren der Stadt nicht genug gewartet wurde, ist es instabil geworden und unter seinem eigenen Gewicht zusammengebrochen. Hier natürlich die Anleitung, wo man die am besten hinstellt. Oh, ich kann so eine Art bauen, cool. Naja, ist wenigstens was Gutes. So ein paar Tempel bauen. So, Senat wollte ich. Ja, ich weiß nicht genau. Hörkosten habe ich schon. Wie rennt das alles noch? Da wird es aber die nächste Folge noch kommen. So, ein Senat wollte ich bauen, aber es brauche ich noch ein bisschen Fläche. Was? Ich habe schon 150. Schrift freigeschaltet, erster Sieg. Nee. Danke dem Herrn Ceres. Gebaut und zack, hat Ziel erreicht. Okay. Na gut, Beförderung annehmen. Ich hab's gefunden. Den Refektor hatte ich gebaut. Ja, komm, das brauche ich auch mal Platte. Ich meine, Natur alles schon gut, dafür brauche ich nachher wieder ein paar Plätze. So. Einmal hier eine Straße noch. Thank you.
weiß, dass die Gesundheit furchtbar ist. Ja, eine Straße braucht auch, die kommt hier schon. So, wenn wir vorhin was gelernt haben, dann ist das folgendes, ich brauche einen Perfektor. Ein bisschen was machen. Passiert werden. Beschäftigte 10 nötig. Ha. Das ist doch mal was, komme ich wieder raus? Ja. Anzeigen mit dem Arbeiten 2%. Schlecht kann ich mal noch ein paar Tempel. Ja, wie soll ich die Gesundheit verbessern, wenn ich kein Krankenhaus mehr habe? Vielleicht geht das schon. Das finde ich nochmal toll. Kann ich das Wasser endlich mal ein bisschen weiter transportieren? Moment. Das ist etwa Aquädukt. Geil. So, wieder. Nein! Was habe ich getan? Ich brauche jetzt
Vielleicht.